Nee, gone wrong, gone sexual, Alter. Junge, das war so ein wildes Video. Ich habe das Gefühl, in diesem Video sind 20 Sachen gleichzeitig passiert und die waren bestimmt nicht alle geplant. Wisst ihr, was ich meine? Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Liebe Sounds Freunde, okay? Ich nur hinter diesem mysteriösen Crop. Ist es A, Sturmwaffel, B, Papa Platte, C, Reefed oder D, Kai Pflaume? Ich verstehe nicht, was Ani mit fucking Kai Pflaume hat. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Geil. Stefan, wirst du dieses Mal Glück haben? Wir lösen auf in 3, 2, 1. Es ist Nick. Oh, tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss. Hast du schon mal so einen großen Menschen mit mich gesehen? Wie groß bist du? 1,75? Hä? 1,80? Ich bin 1,85. Dann bist du... Du bist nicht 1,85. Ich bin 1,85. Also, Anni ist müsst... Anni ist einfach 1... Keine Ahnung. Anni ist kleiner als ich und ich bin 1,73. 1,69 sein. Das machen wir. Vielleicht erinnerst du dich, kleine... Ich kenne echt nicht. Wenn du bald mal irgendwann nach Berlin kommst, dann koche ich mal mein Lieblingsgericht aus der Kindheit für uns beide. Und dann wirst du sehen, wie echte Lieblingsgerichte aus der Kindheit aussehen. No front. Okay. No front. Zeig dir jetzt, wie ein gutes Kindheitsgericht aussieht. Eins, welches Kind ist denn gerne Rote Beete, Mann? Ich. Und weißt du, was daraus passiert ist? 1,93. Scheiße, ich will Rote Beete essen. So, ich will nur sagen, das kommt nicht von irgendwo her. Heute machen wir das Essen, was kleine Leute gerne mögen. Pizza. Frittierte Pizza. Das ist so ein napoletanisches... Boah, frittierte Pizza ist jetzt was, was Anni mir auch andrehen wollte. Und jetzt, wo ich das Video gesehen habe, bin ich schon kind of froh, Alter, dass wir das nicht mal zubereitet haben. Einfach, weil ich Angst habe, dass ich sonst geplatzt oder gestorben wäre. Welche Spezialität, würde ich mal so sagen. Frittierte Pizza. Mhm. Wir machen Pizzateig, dann wird der ausgerollt. Und klein, wir machen so kleine frittierte Pizza. Ach so, und dann, Pizzis. Ja, so Pizzis. Machst du eine kleine Rundi, okay. Kommt da Zeug drauf, was du gerne isst. Ja. Dann wird die auch umgeklappt, zu so einem kleinen Halbmond. Gut. Schön zugemacht und dann einfach in frittiert. Perfekt. Rote Beete, Pizza. Bäh. Schüssel lieber. Schüssel. Die Kinderschüssel. Hab sie gefunden. Magic Mushroom. Junge, das war auch wieder so etwas. Junge. Wir sind übrigens gerade bei Boris im Büro, weil meine Küche aktuell renoviert wird. Okay, erstmal Hefe im Wasserzerbröseln. Wir brauchen ein Päckchen frische Hefe, 750 ml lauwarmes Wasser. Das sind doch bestimmt 750 ml, oder? Oder weniger? Da ist ein Haar drin. Da ist immer noch drin. Vielleicht gibst du das Wasser aus. Ach so. Und du hast es drin. Das ist ganz wild. Also, 750 müsste dann ja... Hier ist 500. Genau, und dann nochmal so. Genau. Also mehr als, das, als der ganze Becher. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. An, in der Stelle, hier habe ich mich gefragt, was die beiden, also was haben die erwartet, was passiert? Was haben die beiden erwartet, was passiert? Die haben doch gesehen, dass es voll ist. Ah ja, ein bisschen daneben, ist okay auch. Die haben doch gesehen, dass es voll ist, Leute. Was ist denn mit euch? Oh mein Gott, nein. Ey, Real Talk, ich glaube, das wären 750 gewesen. Ich glaube, wirklich. Ich glaube, das sind, also glaub, das war eine Augenschätzung. Genau, ja. 750 ja. Meter gewesen. Krank. Wenn noch ein bisschen rein, was so daneben gelaufen ist. So viel ungefähr daneben gelaufen? Das sind solche Idioten, aber es sind liebevolle Idioten, Alter. Anni, du hast dich nass gemacht. Tut mir leid. Ich bin nass. Tut mir leid. Das macht total Spaß, mit dir zu drehen. Ich möchte mich begraben. Einmal kriege ich süße Typ dazu, mit mir ein Video zu drehen und ich kippe halben Liter Wasser auf ihn. Wir haben noch nicht mal angefangen. Ich habe nicht mal angefangen. Stefan ist schuld. Was? Du? Ist so, Stefan. Warum machst du das? Da kommt jetzt die Hefe rein. Ich soll da reinbröseln. In Wasser gesehen, das sieht ja disgusting aus. Das riecht aber wirklich scheiße. Haben die noch nie fucking Teig gemacht, Alter? Flashback. Das ist wie Pappematsche, Alter. Kennst du das, Alter, wenn du... Ein Ball, wie soll ich denn hier aus einem Ball formen? End of Flashback. Unterrühren. Teig 10 Minuten kneten. 1 Kilo Mehl, 40 Gramm Salz. Einmal das ganze Mehl rein. Mhm. Okay, guck mal, jeder normale Mensch hätte irgendwann aufgehört, da Mehl reinzukippen. Oh, was ist da rein?
Das sind 40 Gramm. Das sind 40. Das weiß ich noch aus meinem Kokainhandel. Ach so, das ist... Was denn jetzt? Vermischen. Nein, nein, nein. Vermischen, Alter. Das muss vermischen, damit es gleich ebenmäßig... Wie willst du das aber in dieser Schüssel vermischen? Wir hatten keine größere Schüssel mehr. Okay, pass auf, du knetest ein bisschen und ich gebe dir ein bisschen Mehl rein. Okay. Lass mal die Apple Watch ausziehen. Ärmel hochkrempeln, Haargummi noch weg. Oh, Haargummi in die Haare, sick. Warte, ich helfe dir noch. He's ready. Einfach to Kriegsbemalung, do the Alter. Okay. Let's go. Einfach fühl, fühl's einfach, ja. Fühl's einfach, fühl's einfach. Boah, das ist nice. Ist das richtig... Mann, holy shit. Komm, noch ein bisschen mehr davon rein. Ich bin schon ehrlich, Alter, ja. Nassen Teig zu kneten ist schon disgusting. Es ist noch sehr feucht, ich muss noch ein bisschen Geld. Mehr. Corona geht schon viel zu lange. Achtung, ja, jetzt kommt der Rest. Oh, passt das alles rein? Ja, das passt noch. Das ist eine große ist Ladung gewesen. Junge. Ich hab's von dem weißen Zug auf meine Finger bekommen. Komm, mich mal durch. Das ist wirklich pussy sounds like. Toll. Mhm. Gib mir das wieder ab. Ja? Klar. So, sieht einfach aus wie Knete. Also 10 Minuten kurz ruhen lassen, dann nochmal kurz kneten. Okay. Ich würde sagen, ich kann jetzt kneten. Okay. Du kannst Mehl hier reingeben. Ja. Oh, das ist sehr flüssig. Oh no, ich brauche mehr Mehl, mehr Mehl, mehr Mehl, mehr Mehl, mehr Mehl. Ach so. Mehl. Das bin ich. Auf dem Boden, auf dem Boden. Ja, das ist auf dem Boden. Nein, nein. No pain. Das Ding ist komplett flüssig. Wie soll ich das kneten? Das sieht ein bisschen aus wie ein Alien, finde ich. Okay, okay, getting there. Getting there. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du mal draufschlagen und gucken, wie das Geräusch ist? Mhm. Junge, nie. Fester? Mhm. Ja, das passt schon so. Ich glaube, da muss jetzt einfach nur aufgehen. Oh Gott, das ist alles voll. Jetzt tun wir nochmal hier rein. Der geht jetzt nochmal 3 Stunden. Und dann kommen wir gleich wieder und dann geht's erst los mit dem Video, wo wir dann die Pizzen belegen und frittieren. Das wird super. Oh mein Gott. Was machen wir jetzt in den 3 Stunden? Oh, come on! Kannst du mir das wegwischen? Junge, diese Transition war so gut. Es sind 3 Stunden vergangen und wir haben jetzt lange aufgeräumt. Das muss da wirklich scheiße aussehen. Ein bisschen Mehl ausgelegt und den fertigen Teig mussten wir in eine andere Schüssel umfüllen, weil der aus der anderen sofort rausgequillt ist. And that's him. Das ist unser Sohn. Wie nennen wir ihn? Ich war für Richard. Richard, okay. Gut. Müssen wir den Richard da rauskriegen, den Lümmel. Richard? Komm aus deinem Zimmer, Richard. Junge, ich kenne diese Szene leider viel zu gut von meinen Eltern. Uff, ganz, ganz schlimme Erinnerung. Komm aus deinem Zimmer, mein Sohn. Richard, lass mich dich spritzieren. Ich will WoW spielen. Lass mich dich frittieren. Ich will WoW spielen. Komm runter, na, dann kommst du runter. Sein Bein. Okay, wir müssen uns jetzt so kleine Teile von Richard rausreißen und daraus winzige frittierte Pizzen Können wir das machen. Doch nicht mit dem Sohn machen? Okay. Nimm dir so eine gute Portion, Richard. Ja. So, kommst du mit wenig Druck, ein Bällchen, mhm. Und dann ein bisschen Mehl auslegen, mhm. Und dann einmal den Richard da drauf klatschen und so ein bisschen platt drücken. Und dann müssten wir den ausrollen. Haben wir was zum Ausrollen? Hat nicht funktioniert. Du wolltest damit rollen. Ich dachte, vielleicht bin ich schlau. Ich bin ein Genie. Sagen Sie lieber bescheiden. Oh nein. Du bist ein Genie. Findest du das immer noch? Ja, schön. Das reicht sogar schon. Reicht ja? Schon. Okay. So, Öl. So viel Öl? Das muss im Öl schwimmen. Ach du Scheiße. Das ist italienisches Streetfood. Alles ist frittiert und fettig. Womit möchtest du deine Pizza füllen? Also. Ich bin ehrlich mit euch, Sachen frittiert essen, turbo lecker, aber an sich eigentlich turbo disgusting. Wir haben hier auch eine gute vegane Reibe. Der kommt oben drauf. Nein, nein, der kommt nicht oben drauf. Alles rein. Alles einfach so reinmischen. Mhm. Ich zeig dir mal, wie ich das jetzt belegen will. Mhm. Man nimmt mal so ein bisschen Soße, macht in Mitte. Muss auch darauf achten, dass der Rand halt sauber bleibt, damit er später aneinander klebt. Weil wenn die Pizza quasi im heißen Frittierfett aufplatzt, dann spritzt das durch die... Oh, scheiße. Dann spritzt das durch die Gegend. Okay. Und wir werden wahrscheinlich in einer kritischen Explosion sterben. Und dann... Der Blick von Nick, Alter. Ja, ein bisschen Spinati. Ich nenne die mal Penispilze. Ich finde, die sehen immer aus wie so ein... Ich möchte das mir nicht vorstellen, eigentlich. Aber findest du nicht? So, auch so oben diese Runde und so? Jetzt
ein bisschen der schwierige Part. Einmal so und umschlagen. Dann tipp, 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 tipp. Schön die Ecken voll machen. Ich glaube, bei mir gibt es eine Explosion. Oh, oh. So, das wird deine erste frittierte Pizza. Damn, ich glaube, das wird richtig lecker. Boris wollte noch eine Pizza haben. Boris, womit möchtest du eine Pizza haben? Käse. Was außer Käse? Käse. Okay. Womit willst du hier Pizza? Mit Käse. Und was noch? Käse. Junge, alter Boris. Mein Vater konnte das nicht. Warte. Das war vorherzusehen, ganz ehrlich. Was machen wir uns hier vor? Nicht alles ist vererbbar, ne? So. Ich bin nach Hause. Pizza du. Mit Käse. Ich? Ja, du bist unangenehm sexuell die ganze Zeit. Oh, habe ich da extra wieder Puder auf der Hose? Hm. Das war nicht extra, du hast das doch gesehen. Hä? Moment mal ganz kurz, findest du nicht? True, also das kann ich komplett verstehen, dass du hier auf jeden Fall nach Hause ich bist. Ich bin das Opfer. Okay, Boris will extra Käse mit extra Käse. Ist das vegan? Das ist nein, aber gib mal Boris den veganen Käse. Noch ein bisschen auch. Bisschen, doch, ist gut. Für gut geschmelzt. Jetzt zumachen. Uiuiui. Ich bin gar nicht ready, ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Ich schon, pass auf. Ich tue hier drauf und dann kannst du es damit so reinlassen. Mhm. Ich gehe auf sicheren Abstand. Ich habe richtig Angst vor sowas, ne? Oh. Einfach rein. Ja, schön, schön, schön. Geht ja nicht runter davon, ne? Dann nicht reinklatschen lassen. Rein und so umdrehen, vorsichtig. Nee, oh Gott, du wirst dich verbrennen, du wirst sterben. Vorsichtig. Oh oh, sie ist aufgeplatzt. Oh oh. Oh oh. Aber guck, wie schön sie sich aufbläht. Was ist, wenn die jetzt... Das wäre grauenhaft. Oh, das ist voll cool. Little Dano, Alter. Schwert und Schild. Das war der Moment, wo ich mir dachte, das ist kein Kochvideo, Alter. Das ist ein Bombenentschärfungsvideo. Oh. Scheiße, ich muss sie einmal umdrehen. Ja, sieht doch schön aus. Schnell. Naja. Ah. Bruder, das ist doch keine Pizza. Das ist doch einfach nur ein Klumpen frittierter Teig. Achtung, sehr heiß. Achtung, sehr heiß. Lass sie abkühlen. Es ist heiß. Bei kochendem Fett ist es sehr, sehr, sehr heiß. Es ist einfach nur ein Klumpen frittierter Teig. Wo ist das noch Pizza? Und dann frittieren. Und dann mit etwas Zwiebeln. Und dann Essig. So würde ich nie ready. Wir machen mal Angst haben. Oh oh. Also, das ist was ich gesagt habe. Oh Gott! Der ist runter! Nein, nicht das andere Fett! Oh Gott! Das ist alles grauenhaft. Oh. Teller. Junge! Das war wirklich, weil es aufgeplatzt ist. Ja, hab ich gesagt, stressig. Okay, sieht doch ganz gut aus. Oh, Jesus Christus. Oh. Oh, sie ist groß. Nein, es ist aufgegangen. Die gucken da einfach. Ich kann nicht. Ah, das ist ein kochend heißes Öl. Alter, Boris. Oh. Alles gut, Boris. Ich hab alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle, Boris. Siri, ruf Mama an. Die Pizza war zu groß. Eine Decke? Rennt das jetzt gleich? Ne, für was? Falls. Alles gut. Ja, wir brauchen ein neues Büro. Also wirklich, da würde ich 5000 Mal Lapskaus bevorzugen, weil das Selbstmord ist, das herzustellen. Wenn man gut macht, dann passt es selten auf. Selten. Mann, das ist einfach gefährlich, das herzustellen. 2 von 3 sind fehlgeschlagen. Ja. Das ist für mich einfach eine Tendenz. Ich würde einfach. Guckt euch mal diese toten Augen an. Nick bereut einfach sein ganzes Leben in der Sekunde. Schlagen. Ja. Das ist für mich einfach eine Tendenz. Ich würde einfach darauf verzichten, das zu essen. Wenn jetzt der Geschmack nicht überzeugt, dann... Bisschen viel Teig am Rand. Aber meine Füllung ist ja auch komplett rausgelaufen. Vielleicht liegt es auch an mir. Weil beide Pizzen, die aufgeplatzt sind, habe ich gemacht. Ich erkenne eine Tendenz. Was sagst du? Es ist nämlich am Popcorn. Man muss sich erstmal durchbeißen. Das ist nämlich am Popcorn. Ne? Geiler Snack. Gut, oder? Mhm. Was sagst du, Boris? Ja. Wenn es jetzt nicht aufgeplatzt wäre und die halbe Küche fast in Flammen gestanden hätte, wäre das echt ein cooles Kochvideo gewesen. Mach das auf jeden Fall nach. Mach das nach, aber macht Teig ausrollen nicht mit dieser Scheiße, sondern mit einem ordentlichen Ding, weil dann
ist der Teig nicht an manchen Stellen so super dünn, wo er dann halt so aufreißt, wenn er das dann da reinkommt. Weniger Füllung ist mehr Füllung, weil mehr Füllung platzt auf. Das ist eine Lüge. Mehr Füllung ist mehr Füllung. Vielleicht einfach nicht so ein Idiot wie ich. So, vielleicht ist das auch einfach ein guter Rat, den ich euch geben kann. Mashallah. Geil. Einfach der leckere. Der beste Part kommt am Ende. Ich spüre schon. Mm, die ganze Soße und so ist. Mm. Das war's mit dem heutigen Video, liebe Freunde. Checkt mal gerne Nick ab. Alles unten verlinkt. Hat ein paar YouTube-Kanäle und natürlich Stream auf Twitchy. Ich würde das schon gerne selber mal nachmachen, ne? Aber ich hätte einfach straight up Angst zu sterben, glaube ich. Ich hätte schon einfach Angst zu sterben. Ich sag's, wie es ist, Leute. Hätte ich halt gar keinen Bock drauf. Ich weiß ja nicht. Dann hast Anni nicht in deiner Küche. Mal, guck mal, Anni, das hat voll geshit-talkt. Aber ich bin halt schlechter noch in der Küche, als es Anni ist. Ich habe heute, Gott bless, ich habe heute was gekocht und habe mitten, so bei Schritt 3 von 5, in der Anleitung im Kochbuch gemerkt, dass ich die ganze Scheiße einfach falsch zubereitet habe.